Haben wir den einfach aus dem Balkon geschmissen. Ne? Hier ist ein Kinderspielplatz, ne? Da ist eine Ratte, Vorsicht. Das ist schon krass. Aber in den 90ern, Max, ne? In den 90ern war gerade einer wieder Müll runtergeworfen. Ja, ja. Jeder versucht hier zu überleben. So. Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir am Kölnberg in Köln-Meschenich. Unser heutiger Gast ist mein Bruder Crazy, aka Bruder. Danke, dass du uns eingeladen hast. Sehr gerne, Bruder. 10 Jahre hast du hier gewohnt, ne? 10 Jahre habe ich hier gewohnt, ja. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt ins Geschehen, gucken uns alles an, nehmen euch ein bisschen mit, sprechen mit einigen Leuten, zeigen euch, was meiner Meinung nach, also jetzt nicht in Bezug auf, sag ich mal, was für Leute hier wohnen, sondern vom Zustand der Gebäude definitiv einer der, naja, am schlechtesten oder man könnte auch mal sagen asozialsten Komplexe in Deutschland ist. Denn am Kölnberg, so viel können wir euch sagen, laufen die Ratten neben dir bei Fuß, wie es normalerweise in anderen Vierteln Hunde tun. Und das werden wir euch heute zeigen, Leute. Kommt mit. Mein Bruder Maslum auch mit dabei heute. Hinter der Kamera, immer am Start, ne? Du kennst die Leute hier alle, ja, ne? Ich habe hier 10 Jahre gewohnt, wie du gesagt hast. Also die Ratten sind teilweise so groß wie Katzen. Also ich sag dir ganz ehrlich, als ich da im Kölnberg war, haben wir unser Musikvideo gedreht, Licht und Schatten, ne? Ich dachte mir, das sind Hasen. Na, die sind wir waren vorm Haus am Drehen, vor Haus 4, Haus 3. Und ich sehe so die ganze Zeit da so Erdlöcher und da so Hasen raus. Ja, und irgendwann sagt mein Kollege, er so, nee, das sind keine Hasen, das sind Ratten. Ne? Ja. Das ist unglaublich. Die greifen sogar Hunde an. Ja, die sind krass. Die haben eine besondere Größe hier. Ja. Ich habe auch damals, als ich mich ein bisschen mit dem Kölnberg beschäftigt habe, Bruder, habe ich gehört, dass das Rattenproblem schon am Anfang auch hier drin war. Einer der Gründe, weswegen der Kölnberg überhaupt so runtergegangen ist, dass die so Müllschächte gebaut hatten. Und in diese Müllschächte sind Ratten und deswegen sind schon die normalen Leute, die erstmal, normal in Anführungsstrichen, die erstmal hier gewohnt hatten, sofort rausgegangen. Ne? Unter anderem, also wir sind auch deswegen umgezogen. Bei uns war das Problem jetzt nicht mit Ratten. Ja. Wir hatten Kakerlaken in der Wohnung und das war so, wenn du Licht ausgemacht hast, sind die, also das waren echt teilweise solche Dinger. Ja. Das hat die Stadt jetzt gesperrt, das ist jetzt auch ein Sperrgebiet. Ja. Die haben einfach auf dem Fußballplatz alle ihre Sachen, bis das dann halt dicht gemacht worden ist. Ne? Also traurig für die Kinder. Komm, wir gucken uns mal das hier an. Komm. Ey, hier siehst du schon, der ganze Müll einfach reingeräumt. Ne? Ja, aber du hast recht. Manchmal muss man aufpassen, wenn man unterm Fenster steht, dass einem nicht so ein, Kühlschrank auf den Kopf fällt. Ja. Ne? Hier sind ja sehr viele Abhängige und wo eine Person halt verstorben ist. Ja. Und weil die Angst hatten, haben die den einfach aus dem Balkon geschmissen. Ne? Okay. Das Parkhaus, ist das abgefackelt? Das Parkhaus ist abgefackelt. Hier wurden früher Hundekämpfe gemacht. Also du hast eine riesen Garage, aber nicht zu benutzen. Ich sehe schon, du hast Träne tätowiert unterm Auge. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch einige Zeit deines Lebens anscheinend hinter Gittern verbracht. Ja, kannst leider. Kannst du uns ein bisschen was, bevor wir jetzt euch allen noch mehr das Viertel zeigen, ein bisschen was zu dir erzählen auch, damit die Leute wissen, wer Klar, du bist. Gerne. Ich mache seit 18 Jahren Musik. Ja. Künstlername ist Crazy aka, mein richtiger Name ist Ali. Träne ist, du kennst das selber, ne? Szene, passieren manchmal halt Sachen, die nicht zu vermeiden sind. Ja. Also da gab es eine Situation, was sich so ein bisschen hochgeschaukelt hat, milieumäßig. Ja. Ja. Und da ist es dazu gekommen, halt, dass jemand verletzt worden ist mit einer Schusswaffe, sage ich mal. Okay. Hab 9,5 Jahre. Okay. Und davon habe ich 5 abgemacht. Ja. Und bin raus. Ja. Und meine einzige Therapie ist quasi halt nur die Musik. Ne? Also ich habe jetzt nicht den größten Erfolg, aber es aber ist für es mich ja meistens so, die Rapper, die am realsten sind, haben dann nicht so den kommerziellen Erfolg wie die Leute, die deine Geschichte zum Beispiel klauen, das erzählen, aber davon stimmt gar nichts. Ich kenne auch alle, ne? Also wenn man was kriegt, dann kriegt man das und wenn nicht, dann nicht. Ich gönne jedem seinen Erfolg, ist halt so, ne? Ja. Ich mach mein Ding quasi. Okay, und hier ist halt Zeitabschnitt, Abschnitt deines Lebens, ne? Ja. In den 90ern war gerade einer wieder Müll runtergeworfen. Ja, hier auf uns. Ja. Pampers. Ja. Auf jeden Fall
in den 90ern war es eine ganz andere Nummer. Ne? Ja. Hier haben teilweise sehr große Nummern gelebt, die teilweise abgeschoben worden sind oder in der Türkei leben. Aber jetzt siehst du dir ja teilweise, guckst dir an, also die Leute, die sind zu faul. Hier ist ein Kinderspielplatz, ne? Also ja, die sind zu faul irgendwie. Und die müssen noch nicht mal runterlaufen. Die müssen nur die Haustüre aufmachen. Da gibt es so einen Schacht, ne? Ich weiß, Müllschacht. Machen sie nicht. Machen sie nicht. Also du brauchst hier, im Grunde genommen, brauchst du hier nur 5 Minuten stehen und du merkst, irgendwann fliegt ein Müllbeutel runter. Siehst du die ganzen Windeln überall, ne? Hier vorne, guck mal, hier die verletzte Taube. Siehst du, geh nicht zu nah dran, die hat Angst. Es riecht schon sehr extrem, das muss man sagen. Siehst du auch, was ich gerade gesagt habe? Die Rattenlöcher überall, ne? Das sind, die sind vor den Häusern, ja, und hier da ist auch ein nicht zu nah dran verendetes teilweise raus und greifen an. Ne? Ein verendetes Tier. Haus 4 und Haus 5 ist das größte und das linke Haus 4 ist das ekelhafteste Gebäude. Also da leben nur Konsumenten. Ja. Es leben hier noch teilweise ein paar gute Jungs, mit denen ich auch in Kontakt bin. Ja, ja. Die leben schon seit fast 40 Jahren durchgehend hier. Ja, ne? Und die beschweren sich auch, ne? Die haben auch Familien und so. Normal. Aber die können da, guck mal, die machen teilweise Gitter, wie im Knast damit. Da ist eine Ratte, Vorsicht. Ja. Man sieht hier zwischendurch mal, ne? Die hopsen da drüber und geben sich dann Schuss. Ja. Und dann bleiben die da. Ich sag mal so, man sollte keinen Menschen verurteilen. Es ist halt nur traurig, ne? Wenn man solche ganz junge Menschen halt kaputt. Ne? Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, also jedes Haus ist eigentlich, also es ist jetzt nicht so, wie wir das bei manchen Vierteln schon mal hatten, dass dann sowas abgefackelt ist und in jeder zweiten Wohnung lebt noch einer. Am Kölnberg leben teilweise 10 Leute in einer Einzimmerwohnung, so ungefähr. Ja, ne? Ja, ja. So, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das machen halt viele Flüchtlinge, sag ich mal. Die haben, die kriegen eine Wohnung und dann vermieten die diese Wohnung mit an andere. Die kassieren quasi von den Leuten dann auch Miete. Ne? Ja, 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 ja. Man sieht auch hier ein bisschen so, gerade um den Kiosk herum, was auch ein großes Problem ist hier, der Konsum von Flüssigkeiten. Ja, ja, ja. Wenn dir das mal auffällt, traurig ist halt, dass diese ganze Konsumgeschichten in der Nähe von Kindern gemacht wird. Wenn du hier mal die Kinder filmst und 3 Meter daneben sind die am Saufen. Ja, so. Ja, ja. Aber ist halt so da vorne, also das ist halt so ein Umschlagsplatz, sage ich mal. Ja, ja. Guck mal, wer hier gerade unser Gast ist. Wir haben Michele mal ganz spontan eben angerufen und gesagt, er soll vorbeikommen. Der Baba. Der Kiosk ist ja auch legendär, ne? Der Kiosk ist von einem Bekannten, Vedat Abi. Der hat einen Sohn, der eben gerade sich auch bei dir vorgestellt hat, der Easy. Ja. Ganz nette Leute und die leben hier auch schon seit 30 Jahren. Ne? Ja, also das sind so Ur-Kölnberger, sag ich mal. Was kriegst du? Das geht auf mich, Das heißt, wenn ihr am Kölnberg seid, ihr könnt immer zu Gast kommen. Die Leute sind alle freundlich und nett und geht hier am Kiosk auf jeden Fall einkaufen. Dankeschön, mein Freund. Ne? Mach's gut, wir sehen uns später, ne? Wir sehen uns. Kommen noch ein paar Jungs von mir. Das ist Lino, Kollege von mir, der hier wohnt. Der Lino, der nimmt uns jetzt auf jeden Fall einmal mit ins Haus rein. Also wir können auch natürlich so ins Haus reingehen, aber einfach, damit du uns vielleicht auch ein bisschen erzählst, so, wie ist das Leben hier und so, weil Kölnberg allgemein hat ja einen schlechten Ruf. Du weißt, wie die Leute selber hier drüber reden. Wie ist das für dich grundsätzlich? Man hat gehört, man hat gesehen, jeder weiß, wie es hier ist und es reicht auch schon, wenn du hier reinkommst und dir das alles anschaust. Ja. Das heißt, du weißt schon direkt Bescheid, du lebst in einem asozialen Viertel. Ja. Wenn man sich denkt, so, man lebt hier, hat man auch so ein bisschen so diese Hoffnungslosigkeit. Du weißt, was ich meine, dass man denkt, okay, ich gehe raus, ich sehe den ganzen Dreck, ich sehe meine Cousins und so, alle, denen geht es nicht so gut. So, weißt du, kann man das vielleicht so sagen? Stimmt das? Natürlich, vollkommen. Das kann man vollkommen verziehen, auf jeden Fall. Ja. Weil das Leben ist auch so. Die meisten Leute hier, die leben von das, was die auf der Straße verdienen. Das, was die auf der Straße bekommen, davon leben die halt. Ja. So, die meisten Leute, wie ihr schon gesehen habt, arbeiten viel mit Transportern und dies und das. Jeder versucht
hier zu überleben. Überleben, so von Tag zu Tag, Tag zu überleben. Tag zu Tag zu überleben. Ja. Bezahlen alle Leute hier Miete oder bezahlt das Amt für die Leute Miete oder gibt es auch viele Leute hier, die keine Miete zahlen? Also es gibt viele Leute, die keine Miete zahlen. Ja. Es gibt viele Leute, die zahlen Miete. Ja. Es gibt auch viele Leute, die haben mal Miete gezahlt und jetzt zahlen die gar nichts mehr. Okay, also, aber man wird nicht rausgeschmissen. Man wird nicht rausgeschmissen. Man wird nicht rausgeschmissen. Man wird nicht rausgeschmissen. Viele Leute so, die chillen und hängen auch den ganzen Tag einfach nur rum, ne? Das kann einfach man auch sagen. Hier nur draußen. Manche Leute kommen, die Arbeiter brauchen, die ein bisschen ja. Hilfe brauchen, die kommen hier hin, die sprechen ja. sich ein paar Leute hier an. Die, du siehst ja hier draußen sind viele, viele Leute, die arbeiten, die stehen alles hier gut, draußen. Das ist sehr gut hier, alles schon. Danke, I love dir. Deutschland. Hier war der ehemalige Kinderhort, den gab es glaube ich lange, ne? Aber der hat erzählt, warum die den dicht gemacht haben. Ja. Es war so, dass eines Tages einfach, der Hort war einfach offen, die Kinder waren da. Eines Tages ist jemand einfach gesprungen. Nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, keiner hat sich um ihn gesorgt. Ja. Aus 25. Etage und dann landet er genau auf den Pförtner Dach. Ach so, ja. Und seitdem ist der Kinderhort geschlossen. Seitdem ist der Kinderhort geschlossen. Die Zigeuner hatten hier einen Kiosk. Ja. Eine Zeit lang war es gut, ja. aber dann kamen auch die Probleme. Ja. Gegenseitig dieses Hass. So. Ja. Und dann nach einer Zeit gab es eine große Attacke auf die zu. Die haben auf die geschossen. Ja. Ein, zwei wurden auch getroffen von denen, aber Gott sei Dank keiner ist gestorben oder sonst okay. irgendwas. Aber die wurden auf jeden Fall getroffen. Ja. Und ja, seitdem hat auch der Kioskbesitzer den Laden auch abgegeben. Und seitdem ist jetzt Tafel da und Waschsalon. Okay. Aber hat sich auch alles geklärt hat zwischen den auch. Fronten, ist alles geklärt. Gott sei ne? Dank, alles damit super. Man das sieht. Tafel ist, sagen wir mal, für arme Leute direkt Richtig. Hier vor Ort, dass sie was zu essen haben. Ne? Genau. Kannst du das sagen, wie viel... Gibt's hier, wie viele Leute, die hier wohnen, haben überhaupt eine normale Arbeit, Bruder, wenn man ehrlich ist? So, man kann 50%. Wirklich so viele? Ja? 50% okay. von den Leuten arbeiten, 50% nicht. Ja, okay. So könnte man ja. so sagen. Du siehst ja, dass viele Leute haben einen Transporter. Viele Leute arbeiten Schrott, selbstständig. So Schrott, Schrott ja. genau. Schrott ja. sammeln halt Trödelsachen und so eine Sache. Ja, okay. Das sind gar nicht so viele Ratten hier draußen unterwegs. Nee, heute ne? nicht, weil es heute ist ein bisschen kälter. Ja. Dass sie sich die Ratten haben sich in ihren Löchern normalerweise verkrochen. Normalerweise hier, wenn du brauchst nur anklopfen, die kommen sofort aus ihren richtig, Löchern raus. Ne? Richtig, richtig. Hier sind die Mülltonnen, die immer leer sind, weil der Müll immer auf der anderen Seite landet, ne? Richtig, genau. Okay. Ja, komm, dann lass uns reingehen. Hier, wenn man eine Wohnung hat, wie viel hört man von den Nachbarn und so? Man hört auf jeden Fall was von Sehr viel, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wohne hier, ja. 25. Etage. Ja. Hey, wie geht's? Alles gut? Wie dir, ja. Hallo. Ja. Morgen. Der kleine okay. schläft da. Ja. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen nur ein Zimmer und... Richtig, ein Küche. Zimmer, Küche und Toilette. Okay, ja. Und hier auf der, sind alle Wohnungen so oder sind welche größer auf der Etage? Es gibt zwei Zimmer, es gibt drei Zimmer, es gibt vier Zimmer Wohnungen. Unterschiedlich halt. Ja, unterschiedlich. Ja. Okay. Das hier der Balkon. Ja. Du hast einen hohen Durchgang, gell? Ja, einmal aufpassen, weil es gab ja einmal so einen kräftigen Durchzug. Ehrlich? Und, die Tür war offen und ich habe aus Versehen so, die Tür dagegen geknallt. Die ist dagegen geknallt und ratzfatz war das einmal. Geh du ruhig durch, ich bin vorsichtig. Okay, sauber. Aber du hast auf jeden Fall einen heftigen Ausblick auf das andere Haus. Auf ne? jeden Fall. Das ist schon krass. So. 25. Etage ist echt hoch. Sieht man Köln die Innenstadt von hier? Also von hier nicht, Nein, aber ne, von ist der auf der anderen, anderen Seite. Seite ne? Richtig, aber von hier könnte man schon so ein bisschen so das Herkules Hochhaus sieht man auch. Ja. Das bunte mit den blauen und orangen Farben. So, ich meine, wohnst du auch schon immer hier oder? Nein, ich wohne jetzt seit 8 Monaten hier. Seit 8 Monaten, okay. Ja. Wie ist es für dich hier zu wohnen?
Hier drin ist es schön, sobald ich rausgehe, Katastrophe. Okay, also gehst du wenig aus der Wohnung, oder? Ja. Du bist aber Kölnerin, oder? Ja, genau, ich komme aus Köln, bin geboren hier. Okay. Wünschst du dir auch, dass du hier rauskommst, auf jeden Fall? Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Wo ist der Traum, den man hat? Ja, wünsche ich auf jeden Fall, dass das für euch funktioniert, weil ich meine, das jetzt auch für das Video sehr privat, dass ihr überhaupt uns privat hier reinkommen lässt, dass die Leute das sehen. Ich meine, in dem Video geht's ja, klar, wir zeigen Kölnberg und sowas, ne, aber die Leute sollen auch mal sehen, sag ich mal, wenn man die Realität sieht, wie man lebt, wenn man wenig hat. Genau. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil das ist ja so die eure Realität auch irgendwo. Richtig. Im Leben, ne? So, ja. Ja gut, dann wollen wir euch nicht weiter auf die Nerven gehen. Du kommst bestimmt mit runter, ne? Und dann kann der Kleine weiter schlafen. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass du ein paar Wörter gesagt hast, ne? Lass es dir gut gehen. Gleichfalls. Mit so einer kaputten Tür, was da jetzt passiert ist, wie lange braucht die Hausverwaltung, um das zu reparieren, oder werden die das vielleicht gar nicht reparieren? Boah, die werden das gar nicht reparieren. Okay. Die werden das gar nicht reparieren, weil so ein Hausmeister braucht gerade mal 2 Monate für ein Schild an den Briefkasten zu kleben. Okay. Und das mit der Scheibe wird auf gar keinen Fall ersetzen. Wir sind hier am Rumchillen auf jeden Fall, und gerade was hier auch wichtig ist, der Crazy hat gerade hier mit den Jungs gequatscht, ne? Und also klar, wir machen diese Videos ja, sag ich mal, natürlich erzählen wir euch, was auf der Straße los ist und was passiert ist, aber ja, wie ihr auch zum Beispiel jetzt in der Wohnung gesehen habt, wir wollen euch natürlich auch zeigen, dass Armut und Verbrechen und Gewalt nichts ist, was irgendwo erstrebenswert ist im Leben. Und gerade hatte der Crazy halt mit den Jungs hier geredet und denen ein paar Sachen gesagt fürs Leben irgendwie, was wichtig ist. Ne? Natürlich, also ich finde ganz ehrlich, Max, ne? Also wenn man sich die Jugend anguckt, ne? Also unschuldig, Kinder sind unschuldig, aber wenn Kinder keine Perspektive haben, dann nehmen die sich falsche Menschen zum Vorbild. Weißt du? Und ich finde, dass das wichtig ist, gerade dass man so mit jungen Menschen aufklärend spricht, denen sagt, dass es auch eine andere Seite gibt, die motiviert irgendwie. Willst du weiter hier wohnen bleiben? Nein. Willst weg, ne? Ja. Was muss man dafür machen? Zur Schule gehen, zu lernen. Genau. Schule, lernen und was ganz wichtig ist, Sport. Weil Sport hält dich von vielen anderen Sachen fern. Dann kannst du auch so einen Wagen fahren. Weißt du? Immer schön die Schule nicht vernachlässigen. Was du gerade gesagt hast, auch Sport, ne? Das ist wirklich wichtig. Machst du Sport? Ja. Bei mir auch. Immer wenn ich nicht weiß, wohin es im Leben gehen soll, ich mache immer Sport, ich mache immer mein Training. Das ist bei mir auch. Das ist das Wichtigste. Ja? Vielleicht noch wichtiger als Schule, weil in der Schule, du weißt, wie das selber ist. Manche Lehrer verurteilen einen auch. Klar. Wie ist das so? Seid ihr hier in der Nähe in der Schule? Ja. Ist das so, weil ihr von hier kommt, dass die Lehrer Vorurteile vor euch haben, dass die sagen, ihr kommt von Kölnberg, dass die schlechter über euch denken? Ja. Ja? Das ist zum Beispiel natürlich auch ein Problem, was du dann in der Schule hast. Ne? Du wirst dann halt kategorisiert, sag ich mal. Ne? Ja. Deswegen Sport vielleicht noch umso wichtiger, um sich selber zu motivieren, damit man selber lernt, okay, wenn ich mich selber motiviere, kann ich Sachen erreichen. Weißt natürlich, du? Aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel, wenn man eine Version hat, zum Beispiel der junge Mann im Prada-T-Shirt, der ist hier groß geworden. Der ist hier groß geworden mit seiner Familie. Ja. Und das sind mehrere Geschwister. Ja. Und jeder von denen hat einen guten Beruf, hat einen guten Einkommen, hat eine Familie. Ja. Ich finde, wenn einer selber innerlich eine Vision hat, was aus seinem Leben machen zu wollen, dann kann der das machen. Absolut. Natürlich hat man immer so rechts, links seine Sachen. Aber so als junger Mensch finde ich wichtig, dass man denen auch sagt, ey, es gibt auch eine Welt außerhalb des Kölnbergs. Ja, weißt absolut. Du so? Das ist sehr wichtig. Hast du sonst was, weißt du schon, was du werden willst? Oder hast du irgendwie Ziele, was du werden willst? Noch nicht? Weißt du, was wichtig ist? Gerade sitzen. Genau. Das Problem habe ich auch. Das fängt schon an. Wenn du was im Leben erreichen willst, fang immer an, dich gerade zu machen. Ist wichtig, nicht schief sitzen. Guck mal, wenn ich dein Onkel wäre, ich würde immer kommen, ich würde dir immer sagen, gerade sitzen. Super. Danke euch, Jungs. Ja. Und Bruder, was ich noch fragen wollte, was kann man sagen? Im Durchschnitt so auch von deinen Leuten ist wohnen fast nur noch Roma hier. Roma, Rumänen, Bulgaren. Ja. Es gibt auch Deutsche, aber nicht so viele. Aber die Deutschen wohnen alle in dem einen Haus da vorne, was so ordentlich noch aussieht. Ne? Könnte man so sagen. Ja. Was denkst du, wenn ich eine persönliche Frage noch stellen darf?
wegen dem Müll aus dem Fenster schmeißen. Ich sag mal so, es ist ja so, die Gesellschaft, ne, deutsche Gesellschaft, gerade hat viele Vorurteile, sag ich mal, vor Roma, Sinti und so, sagen, alle sind dreckig und so. Denkst du, dass das mit dem Müll hat aber mehr mit damit zu tun, dass einfach die Leute keine Hoffnung sehen hier, wo die wohnen, oder? Richtig. So, das hat nichts mit den Leuten zu tun. Das hat nichts mit den Leuten zu tun, die haben... Es ist einfach so, die sehen hier keinen weiteren Lebenslauf. Ja. Deswegen haben die auch keine Lust mehr. Ja, ja. Deswegen auch diesen ganzen Müll. Wie lange hast du in Serbien gelebt? In Serbien habe ich 6 Jahre gelebt. Okay. Nach 6 Jahren bin ich dann noch bist nach Deutschland gekommen. Okay. Ja, ja. Wie war so die serbische Gesellschaft so euch gegenüber? Ja, was soll man sagen? Wir haben auch keine Anerkennung als Roma in unserem Land. Ja. So, in unserem Land bist du immer noch der Gastarbeiter, aber trotzdem, so, man fühlt sich halt irgendwo auch irgendwo besser, so, wenn man aus seinem Land raus ist. Okay, also denkst du, in Deutschland ist es angenehmer als da jetzt? Richtig, definitiv. Okay. Definitiv. Ist das so bei euch in Serbien und so allgemein Balkan? Gibt es ja auch dann, wie hier zum Beispiel, viele Viertel, wo ihr wohnt oder wo die euch auch teilweise reingesteckt haben, richtig, wenn man das so sagen darf. Weil ursprünglich eure Vorfahren waren alle Leute, die waren immer unterwegs, immer in Bewegung. Ne? Richtig. So, sind die Viertel, die also auf dem Balkan, sind die schlimmer als Kölnberg? Also vom Zustand und vom Aussehen her, ja, ne? Natürlich schon, ja. Auch so das, gesagt, wo du aufgewachsen bist? In Belgrad könnte man sagen, würde das noch sehr, sehr schlimmer sein als hier. Also, Belgrad ist schon so ein Viertel, wo Christian Golubović zum Beispiel und Arkan, der schon jetzt verstorben ist, das ist ein sehr, sehr populärer Mafiose. Ja. So, dadurch ist es auch in Belgrad zu ein schlimmes Barrio geworden, seitdem er getötet worden ist. Okay. Und so. Ja. Könnte man auch so sagen, ja. Ja, okay. Ja. Das heißt, für manche Leute, wenn sie gerade vom Balkan oder so kommen, selbst wenn sie am Kölnberg wohnen, ist das für sie schöner, als wenn man unten wohnt, oder? Definitiv. Okay, definitiv. Ja, das finde ich auch ganz interessant, definitiv, damit die Leute das verstehen. Ich selber, wir haben das vor, auf jeden Fall mit Hutfolgen noch zu machen, ne? Aber ich selber habe nur immer Fotos gesehen oder Reportagen, ne? Und wenn ich manchmal sehe, wie krass das ist, wie krass die Kinder da im Müll spielen, weil da sind die ganzen Spiel, Sachen, du weißt, was alles, ich meine, ist ich alles, weiß, alles voller Müll, bis oben hin, ne? Ist krass, ne? Ja. So, ja. Ah, das ist auf jeden Fall interessant, definitiv. Ja, wir sind jetzt hier nochmal auf die andere Seite von dem Haus gegangen, was wir praktisch gerade, wo wir auf dem Innenhof waren, mit dem Müll. Du siehst hier die Leute ordentlich am Chillen. Am Grillen. Am Chillen, ja. Wie ist sonst so, dass das Leben in Köln, sag ich mal, auf der Straße, sag ich mal, ohne jetzt irgendwelche Leute mit reinzuziehen oder so. Köln ist schon auch, kann man sagen, so eine aktive Stadt, ne? Köln ist eigentlich sehr aktiv und was ich an Köln mag, ist der, jetzt musikalisch jetzt nicht gesehen, so straßenmäßig gesehen, ein sehr starker Zusammenhalt, weil viele kennen viele, zum Beispiel jetzt, wir haben sehr, sehr gute Freunde, ich komme ja aus der Südstadt, vom Klotschplatz, ich komme ja auch nicht von hier, aber zum Beispiel Chorweiler. Ja. Das würde ich auch euch empfehlen, mal vielleicht da auch abzuchecken, auf weil da haben wir, das ist ein sehr, sehr strammer Viertel. Da sind sehr stark, Seeberg und so, die ganze sehr, Ecke, sehr starke Jungs und repräsentativ, sage ich mal. Ja. Ja, aber hier ist halt, Kölnberg kannst du wirklich mit gar keinem Viertel vergleichen. Finde ich auch nicht. Ist also in Deutschland so einzigartig, ne? Ja. Wache, sage ich mal, wird einfach nur irgendwo so abgesessen, ne? Die Wache ist, glaube ich, eher so statistisch gesehen, dass hier eine Wache ist. Dass da irgendwas passiert, wenn ne? hier polizeilich irgendwelche Aktionen passieren, dann ist das immer nur von der Hauptwache aus Kalk. Also da kommen dann direkt mehrere Mannschaftswagen und sowas. Ja. Diese zwei Polizisten da drin, wie du sagst, die gehen Kopf senken rein und Kopf senken wieder raus. Ja. Und kann man denn sagen, werden hier oft, sag ich mal, Razzien durchgeführt oder ist es, sag ich mal, auch mehr so ein Bezirk, der tatsächlich so, wie es auch der Zustand vermuten lässt, ein bisschen sich selber überlassen wird, so mäßig? Das ist wirklich, also sehr selten, dass hier irgendwas mit Polizei ist. Ja, okay. Weil auch wenn Palaver ist, die meisten klären das halt unter sich. Ja. Und hier denkt jeder an sein Business. Wenn jeder sein Brot hat, lässt jeder jeden in Ruhe. Also Polizei habe ich hier selten gesehen. Wenn dann halt nur halt wegen krassen Fällen, ne, wenn hier gewisse Vorsicht, wenn gewisse Sachen sich hochschaukeln, dann ja, ansonsten hast du hier keine Polizei. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nur am Chillen hier. Der Michele
Der genießt auch die Urlaubsatmosphäre in Kölnberg. Hier, da hat er auch ganz italienisches Feeling mit Eis. Fast wie Neapel hier, würde ich sagen. Ja. Fast wie Neapel. Ja. Ja, du merkst hier, wenn du länger bist, wo alle Leute chillen immer draußen den ganzen Tag, ne? Richtig. Was ist so höchste Personenanzahl von Leuten, die in einer Wohnung hier wohnen? 7, 8 Personen. 7, 8 Personen. 10 auch? Ja. Okay, krass. Ja, kein Wunder, dass alle Leute dann immer draußen sind, ne? Ja, klar. Man muss ja irgendwie ein bisschen Freiheit haben, ne? Ja. Ja, die stellen sich da im Hintergrund hinter uns hin, weil die ein bisschen beobachten wollen, was diese ganzen Mutanten hier veranstalten, weißt du? Nicht gewöhnt mehr, weißt du? Die denken, jetzt kommen alte Zeiten wieder plötzlich. Das ist der Max Cameo, dessen Video habe ich doch gesehen. Ja, ja. Wie war das, als der eine da aus dem Fenster geflogen ist? War das so, haben das auch hier auf der Straße viele Leute mitgekriegt? So? Das war am Tag, ne? Ja, das war am helllichten Tag einfach. So, jeder hat es mitbekommen. Ja. So, jeder, der hier wohnte. Wie lange hat das gedauert, bis sie den da aufgesammelt haben? Ja, die Polizei kam recht schnell, ja. Krankenwagen auch, weil das ist so ein Delikt, da muss man eigentlich schnell handeln. Aber es gab so viele Leute, die Fotos schon gemacht haben und sowas schon gepostet haben und so. Okay, so krass. Sachen. Ja, ist auch ein bisschen respektlos, ne? Wenn da einer liegt und dann wird das gepostet, finde ich nicht korrekt, weil. Ich sag mal so, der hat ja auch Familienangehörige und so. Ne? Aber weißt du, was das hier ist? Weißt du, was ich hier mag? Die ganzen Kinder sind auf der Straße, die sind noch draußen, die treffen sich hier irgendwo alle, weißt du, spielen miteinander. Ich rede jetzt von den Kindern, ne? Ja, ja. So, und das vermisse ich bei manchen, ich sag mal, schickeren Wohngegenden. Dann gibt es so einen kleinen Spielplatz, ist die Mama aber für sich und das darf auch kein Fall mit dem anderen Kind spielen. Ja gut, weil die ganzen, ich sag mal so, Kinder, die anders aufwachsen, die nicht hier in Kölnberg aufwachsen, jeder von denen hat ein Tablet. Jeder von denen hat zwei Handys und die Kinder hier werden wahrscheinlich mal für die Glück haben, dass Mama oder Papa mal Handy gibt oder so, ne, zum Spielen. Genau. Aber sonst hat keiner Geld für ein eigenes Handy, denke ich mal. Ne? Kein Fall. So, deswegen wird noch viel auch draußen gespielt. Das ist noch, ne? So bin ich auch noch aufgewachsen, zwar nicht in so einem Viertel, ja. Aber wir waren auch noch früher alle auf der Straße, wir haben alle miteinander gespielt. Da gab es so ein Blödsinn wie Handy und so. Ich weiß, was wir damals hatten, ein Atari. Ja. Den durften wir auch nur im Winter anmachen. Ja? Ansonsten hieß es nur, raus auf die Straße mit euch. Wir sind auch nicht krank geworden. Ja? Wie denn? Du hast Abwehrkräfte, du bist die ganze Zeit an der frischen Luft. Ja, selbst wenn es geregnet hat, waren wir draußen früher. Ja, ja, und absolut. Jetzt, oh mein Gott, es regnet, Kind, bleib bloß hier drinnen. Hier hast du ein Tablet. Ja. Aber wenn der Eismann kommt, ja, richtig. Eis ist gutes Eismann Geschäft. Eismann macht hier Reibach. Ist ein gutes Geschäft. Hier ist bestimmt früher der Crackmann reingefahren, weißt du so. Jetzt kommt der zweite Wagen. Ah ja, kommt er schon, okay. Ja. Das geht hier ganz schnell. Gleich wirst du dann gefragt, hör mal, was machen sie hier? Ja, natürlich. Film. Leute, gerade hat der Crazy ja nochmal gesagt, dass sein Kumpel hier, der Burak, sich vom Kölnberg eben was aufgebaut hat, dann nicht mehr wohnt. Aber wir zeigen mal eben ganz kurz seine Shisha-Bar hier, das Astoria. Kommt mal eben ganz kurz rein und dann kannst du uns einfach mal kurz erzählen, wie das für dich war, dort aufzuwachsen und halt auch da rauszukommen. Ja, das gefällt mir sofort sehr gut mit dem Paten hier, ne? Ja. Das ist genau mein Geschmack, ne? Weil deswegen setze ich mich da hin. So da hinten. Ne? Dann habt ihr auf jeden Fall schön eingerichtet. Ja, super. Da haben wir versucht, das Beste rauszuholen. Ne? Auf jeden Fall gut aus. Pate darf nicht fehlen. Das ist ein Klassiker. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Jo Leute, das war auf jeden Fall die Folge vom Kölnberg. Wir sind jetzt gerade noch hier in der Südstadt. Haben ein bisschen was gefuttert mit den Jungs, Leute. Und Bruder, erstmal danke. Hat wieder Spaß gemacht. Danke an euch, Jungs. Und was ich euch noch sagen wollte, beziehungsweise was ich euch ans Herz legen wollte, checkt auf jeden Fall mal die Seiten von Crazy, Crazy aka, du kannst gleich nochmal selber sagen, weil echte Straßenrapper werden in Deutschland nicht so wahrgenommen, wie sie wahrgenommen werden sollten. Und dazu gehört er auf jeden Fall. Vielleicht sagst du auch nochmal was zu den Leuten, damit die ja einmal nochmal wissen, wie sie deine Kanäle erreichen, wie sie auch deine Musik hören können. Auf jeden Fall, in erster Linie danke. Und YouTube-Channel. Crazy AKA, Instagram, Crazy AKA 678. Und ich danke dir für die Anerkennung auf jeden Fall. Danke dir auch. Peace. So, und wir sind draußen, Leute. Das war die Köln-Folge. Wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Ah!